Willkommen zu meinem heutigen Film. Du möchtest die Natur des Barnim sehen? Du möchtest das Frühlingserwachen sehen? Den Wald? Zugefrorene Seen? Oder gar die Arbeit des Bibers? Dann bleibe dran und folge mir. So, ein bisschen zu matschig, um da lang zu fahren, also steige ich jetzt mal ab. Das passt aber ganz gut, weil dann kann ich ein paar Worte zu meiner heutigen Runde erzählen. Ja, die Idee war eigentlich ganz spontan, weil ich momentan ein bisschen wenig Zeit habe, aber die ersten schönen Frühlingsstrahlen mal so ein bisschen nutzen möchte. Ich befinde mich jetzt hier am Werdenhöchener Flughafen. Ja, ist ziemlich geschichtsträchtig, das ganze Ding. Kann ich nachher ein bisschen nachliefern, also ein bisschen Zweiter Weltkrieg, hier ist so einiges lang geflogen. Daher die, ich nenne es jetzt mal Russen, ich glaube die NVA war hier, bin aber nicht ganz fit. Auf jeden Fall stellte ich irgendwann mal fest, ich fahre hier in der Gegend ganz oft rum, aber habe mir den Flughafen Gladbeck noch nie angeschaut. Dementsprechend dachte ich mir, ach komm, machst dich mal unterwegs, das ist eine kurze Runde. Und so bin ich jetzt hier und gucke mir das Ganze mal ein bisschen an und ja, nehme euch ein bisschen mit in den Frühling. Der erste Weg war nichts außer Modder, nichts gewesen. Dann gehe ich mal zurück. Da vorne ist jetzt alles nämlich vollgebaut mit diesen Solarpaneelen. Stimmt also Google Maps nicht mehr so ganz überein. Dann schaue ich mal, ob ich irgendwie einen anderen Weg finde und ich mein Fahrrad vielleicht auch wieder ein bisschen geräuscharmer bekomme. So, wenn es an der Seite nicht geht, dann fahren wir einfach mal ein bisschen auf den illegen ehemaligen Rollanlagen lang. Upsa. Wie ich sehe, muss man hier wieder auf was noch scherben. Na, mal gucken, was passiert. Hoffen wir mal, dass ich das Flugzeug heute nicht brauche. Sagen Flugplatz. Wie man sieht, so ein richtig rankommen scheint hier auch nicht zu sein. Ich werde mir jetzt mal, nachdem ich mir hier die Shelter von außen angeguckt habe, mal versuchen rumzufahren auf die andere Seite und dann gucke ich mal, ob ich da irgendwie rankomme. Also Fakt ist, das ist ein sehr schöner Weg hier. Den muss ich mir auf jeden Fall merken für die Zukunft. Ja, an dem Flughafen scheint man nicht so wirklich ranzukommen. Zumindest nicht so, dass man einfach was sehen kann. Bisschen schade. Aber so ist das eben.
warum hier auch immer ein Hirsch rumsteht. Er steht. Wahrscheinlich, weil es Hirschfelde ist. Sieht ein bisschen aus wie ein alter Wasserturm. Ja, ich hatte ja ein bisschen überlegt, ein bisschen querfeld einzufahren. Aber die Wege sind noch dermaßen matschig. Es macht gerade überhaupt keinen Sinn für mich. Bisschen schade. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Also werde ich mir den Flughafen von der anderen Seite demnächst irgendwann mal anschauen, wenn es ein bisschen trockener wieder ist. Und heute einfach nur das Kullern genießen. Weil mehr als Kullern tue ich gerade irgendwie nicht. Ja, zur Rechten ist die, wie nennt man denn das, Selbstpflücke von Wesendahl. Ich würde sagen, hier sehen wir gerade die Obstbäume bzw. die Äpfelbäume vielmehr. Auch ein riesiges Gebiet gibt es auch mit ja, klassisch Erdbeeren und alles weiter, was hier so um die Ecke noch ist. Blaubeeren haben sie. Kirschen haben sie, alles eine ganze Ecke. So, und weil es heute wieder spannend ist, sehe ich gerade auf der anderen Seite eine ganze Horde, ich glaube Reiher müssten es sein, auf dem Fels sitzen. Ja, da ich leider mit der GoPro dran bin, komme ich da nicht weiter ran. Ganze Herde voller Kraniche. Quatsch. Reiher. Ja, ansonsten ist es hier echt eine schöne Gegend und ist auch der Eingang zum Garmin-Grund. Mal so ganz nebenbei erzählt. Schauen wir doch mal, wo uns der Weg hier hinbringt. Oder ob ich eher auf die Schnauze falle. Wieder ein Tor. Erwähnt ich schon mal, dass ich Tore nicht mag. So was finde ich schön.
Wie war das? Ich bin auf Entdeckungstour. Kann ich doch glatt weg mal gucken, wo es hingeht, oder? Ganz mein Geschmack. Ja, der einzige Nachteil an diesen Strecken ist schlicht, dass die Straßen sehr hinüber sind und das Fahren manchmal etwas weniger komfortabel ist. Na, da sind die kleinen Osterlämmer schon da. Verneuchen ist größtenteils neben der 158 ein wunderbarer Fahrradweg.
lässt sich also sehr gut fahren. So, bevor ich jetzt keine Puste mehr habe, geht es jetzt das letzte Mal ein paar Worte an euch, weil hier ist noch der langgezogene Berg von der Autobahn Richtung Ahrensfelde hoch und das kostet echt Körner. Ja, die Tour war rund, die Tour war kurz, wie geplant war ja von vornherein zu sagen. Es ging leider nicht an den Flugplatz, Flugplatz Werneuchen ran. Dann halt das nächste Mal, die Sonne geht unter, wie ihr seht. Ich verabschiede mich deswegen. Und wünsche euch, liebe Rad- und Naturfreunde, einen schönen Start in die neue Radsaison. Bis zum nächsten Mal, euer Barnim Radler.